Ein Badesee am Niederrhein. Nah an der Stadt und trotzdem mitten in der Natur. Der Elfrather See ist der Lieblingssee der Krefelder. Oder vielmehr, er war es. Ich war vor 20 Jahren hier regelmäßig schwimmen. Mit meinen ganzen Freunden und Familie. Jeden Abend hier bei schönem Wetter schwimmen. Aber heutzutage, jetzt kann man das hier schon vergessen. Ne? Wenn es so weitergeht, auf jeden Fall. Es kommen immer weniger Leute, dann kann ich die Bude bald schließen. Ja. Sie können nicht nach vorne gucken, Sie müssen gucken, wo Sie drauf treten hier. Das ist wie im Minenfeld hier. Ich finde es ekelhaft. Das sind ja solche Würste, ne, die die machen. Das sind ja die großen Tiere. Und die kacken wie verrückt. Ne. Die Übeltäter sind wilde Kanada-, Nil- und Graugänse. Die fühlen sich so richtig wohl am Badesee. Dabei kamen sie noch nicht mal freiwillig her. Das weiß ziemlich genau der Gänseexperte vom NABU. Es ist ein bisschen paradox. Der Mensch hat sie ursprünglich hier hingeholt oder hat jedenfalls sehr stark daran mitgewirkt. Und zum anderen regt er sich jetzt heute drüber auf. Graugänse setzte der Mensch aus, weil er sie jagen wollte. Kanadagänse gefielen ihm so gut, dass sie Parks zieren sollten. Genauso war es mit den Nilgänsen. Für ihr Aussehen wurden sie bewundert. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn die sich dann auch eben entsprechend vermehren. Vor rund 10 Jahren geriet die Situation außer Kontrolle, nachdem die Gänse in NRW vor allem den Niederrhein ins Herz geschlossen hatten. Die Gänse profitieren ungemein, vor allen Dingen von der Anlage vieler Gewässer, insbesondere durch den Kies- und Sandabbau. Eine Besonderheit der Region. Der Rhein bringt aus den Alpen Gestein mit, das sich seit Jahrtausenden am Niederrhein als Kies ablagert. Der ist beliebt zur Betonherstellung. Seit 100 Jahren wird er abgebaut. Aus ehemaligen Kiesgruben werden Wasserflächen. Und aus dem Niederrhein eine Baggerseenregion. Bei Mensch und Gans heiß begehrt. Und noch ein Gänsepluspunkt: die intensive Landwirtschaft. Das heißt, die haben fast das ganze Jahr um optimale Ernährungsbedingungen. Das ist so, als wenn der Mensch in Mousse au Chocolat baden könnte den ganzen Tag. So müssen sich die Gänse hier fühlen. Und in den milden Wintern hier überleben viele Gänse. So tun sie im Sommer am Badesee, was sie eben tun. Alle 7 Minuten scheißen die auf ihr deutsches Dach. Die picken das Gras und machen auch direkt. Gänse verwerten nur einen kleinen Teil ihrer Nahrung. Nach nur 40 Minuten kommt sie hinten wieder raus. Das sind die Männer, die es richten sollen. Ihre Mission, den See von Gänsen zu befreien. Wir haben verschiedene Sachen hier auch schon versucht, zum Beispiel Gras höher wachsen zu lassen. Dann verlieren die Gänse den Überblick. Das soll sie beunruhigen. Funktioniert hat es nicht. Die Badeseeretter versuchen es deswegen mit einem Drachen, liebevoll Greifvogelattrappe genannt. Die Gänse verscheucht das aber nur vorübergehend. Ich würde sagen, abschießen. Schön braten, schönen Gänsebraten zu Weihnachten freigeben. Ein Netz drüber spannen hier. Oder die Eier wegnehmen. Abschießen wäre die einzige Option, sonst kriegen sie die Tiere nicht weg, die bleiben ja immer hier. Die hauen ja nicht ab, ne? Die Tiere, das ist es ja. Während der Jagdsaison darf man das sogar. Wenn sie 100 Gänse abschießen, können sie damit rechnen, dass 300 bis 400 Gänse wieder neu hinzukommen. Auch mit roher Gewalt lässt sich gegen die Gänse nichts ausrichten, weiß der Jäger. Wir sehen uns jagdlich außerstande, das Gänseproblem zu lösen, das wäre die Stadt Krefeld, das wäre das Sport- und Bäderamt. Wir können, ich sag mal, die Vermehrung aufhalten, aber nicht bremsen oder zurückführen. Andere Arten mögen um ihre Existenz bangen. Nicht so die Gänse. Die Gänsepopulation wird immer stärker und die übernehmen sozusagen den Badesee. Ich sage immer, die größte Gefahr für die Gänse ist, dass sie sich totlachen. Von daher wird der Mensch sich damit arrangieren müssen, dass die da sind. Den Krefeldern bleibt nur, jeden Morgen den Gänsekot an ihrem Badestrand unterzupflügen.
In seltenen Fällen ist die Natur doch stärker als der Mensch. Das war großartig. Wenn Sie mehr davon haben wollen und wenn Sie mich nackt sehen wollen, dann drücken Sie bitte hier drauf. Nice, war ein Witz. Ich bleib angezogen. Aber wenn Sie mehr sehen wollen, dann schon da drücken, weil das ist zum Abonnieren von unserem Channel.